Der ist nur am Pennen den ganzen Tag. Der macht nichts. Nichts im Haushalt, keine Wäsche, kein Einkauf, gar nichts. Jo Leute, was geht? Und willkommen zu dem wahrscheinlich besten Kanal, auf dem ihr jemals wart. Gestern ist dann nicht mehr viel passiert. Ich war gestern Abend ziemlich abgefuckt. Brauche ich jetzt nicht weiter drüber reden, aber der Abend war dann ziemlich schnell gelaufen. Nicht der geilste Geburtstagsabend, aber war okay. Wir haben dann gestern Abend halt nicht mehr viel gemacht. Ich war einfach genervt und dann sind wir irgendwann schlafen gegangen. Was mir ein bisschen leid tut für meine Freundin, aber war halt leider so. Schauen wir mal. Zum Glück ist meine Geburtstagsfeier ja erst am Sonntag. Bis dahin ist die Laune, denke ich, wieder okay. Und ja, ich fahre jetzt schnell zur Apotheke und brauche neues Nasenspray, weil wie ihr hört, klinge ich wie Depp. Sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn ich zu Hause bin. Ich denke, dann werde ich mich schnell ans Video von gestern setzen. Und dann schauen wir mal. Also bis gleich. Was geht? Ich habe jetzt das Video von gestern fertig. Titel ist ein bisschen Clickbait. Ja, aber im Grunde genommen war es so. Ich will jetzt noch gar nicht so viel dazu sagen, sondern erstmal abwarten, was jetzt so kommt. So bis ich was auf der Hand habe. Das würde ich gerne wissen. Der ist einfach verwirrt. Jetzt kommt wenigstens mal die Sonne raus hier langsam. Meine Freundin ist gerade eifrig am Putzen, weil wir haben morgen Besuch bekommen. Ich würde sagen, ich mache auch mal irgendwas Produktives und wir sehen uns dann später wieder. So, mein Lieben, ich bin wieder fresh. Ich habe mich auch nach 2 Wochen endlich mal wieder rasiert. Ich sah aus wie ein Obdachloser. Der Balkon ist wieder sauber, allgemein ein bisschen sauber gemacht, dass die Leute morgen nicht tot umfallen, wenn die herkommen und sich erschrecken. Wir gehen jetzt zu der Cousine von meiner Freundin, weil die da ein bisschen Kürbisse schnitzen wollen. Oh, und dann würde ich sagen, sehen wir uns später wieder, wenn wir wieder zu Hause sind. Später. Was geht, was geht? Wir haben dieses Jahr keinen Kürbis geschnitzt. Was ist denn los? Genau, wir haben nur zugeguckt. Oh, und waren jetzt auch nicht so lange da. Bisschen gequatscht und jetzt sind wir wieder zu Hause. Und vorne legt sich jetzt hin. Ich denke, hau mich nochmal kurz vor den PC. Dann müssen wir mal überlegen, was wir heute essen. Dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns nachher wieder, wenn wir uns irgendwie entschieden haben oder so. Ich habe doch nicht mehr gezockt. Ich wollte mich auch hinlegen und ein bisschen schlafen. Witzig, wir haben beide nicht geschlafen. Wir haben einfach nur einen Film geguckt und haben dann was gegessen. War auch nicht sehr spektakulär. Es waren eigentlich nur Reste von gestern, weil wir einfach irgendwie einen Kilo Nudelsalat gemacht haben. Kylo hat jetzt seinen Adidog an. Das heißt, wir gehen jetzt Gassi. Ja, wir gehen jetzt schnell eine Runde Gassi. Hoffen, dass der Herr schnell zur Sache kommt. Und dann gucken wir mal, was wir noch so machen. Gehen wir noch Stein? Nein? Okay. Hi, Kyle und ich chillen hier. Meine Freundin ist jetzt schon im Bett. Ihr geht's nicht so besonders gut heute. Die ist auch ein bisschen fertig, ein bisschen krank mit Rotznase und Schmodder überall. Aber der macht schon ganz entspannt. Ich hänge mich jetzt gleich wieder an meinen Inhalierding dran. Ich weiß nicht, vielleicht zeige ich noch was, vielleicht gehe ich aber auch dann gleich ins Bett. Ich bin irgendwie auch echt fertig heute. Irgendwie war der Tag so verschenkt, weil wir haben eigentlich gar nichts so wirklich gemacht, außer rumgehangen. Irgendwie komisch, also ich würde eigentlich schon gerne noch irgendwie ein bisschen Action, ein bisschen was Cooles machen. Ich glaube, das wird nichts mehr, weil es ist schon kurz vor 11 jetzt. Jetzt inhaliere ich da noch rum, also sehen wir uns gleich, wenn ich am Schlauch hänge. Ich genieße jetzt noch ein bisschen die frische Luft hier draußen auf dem Balkon. Und diese kleine Lampe hier ist auch tatsächlich ganz geil, weil hier einfach echt mal ein bisschen Licht ist. Das war vorher mega abgefuckt, weil wir keine Steckdose hier haben. Und ich habe zwar überall hier so Solarlampen hingehängt, weil es so Billigdinger sind, sind die aber immer irgendwie nach einer Stunde oder so schon wieder leer. Also gehen dann wieder aus, totaler Flop. Aber die Lampe jetzt ist echt geil und ist super praktisch, weil man die auch so dimmen kann. Also so ist sie jetzt auf komplett hell. Ist schon krass für so eine kleine Lampe. USB-C geladen. Finde ich mega geil. Auf jeden Fall echt saupraktisch hier draußen. Chill hier jetzt so einen Moment. Dann melde ich mich nur mal, wenn ich wieder reingehe. Also ich bin jetzt wieder drin. Ich denke aber, ich gehe jetzt ins Bett, weil morgen ja recht früh dann die ersten Leute kommen. Ehre an die Mama von meiner Freundin, die gesagt hat, sie erklärt sich freiwillig bereit, Essen für alle zu machen. Eigentlich wollte ich nur so ein paar Leute einladen, so Familie halt. Ich habe auch eigentlich nur so ein paar Leute aus der Familie eingeladen, aber irgendwie sind wir jetzt, glaube ich, 17 Leute oder so, habe ich gezählt. Also doch mehr als ich dachte. Deswegen denke ich, ich werde den Typ da jetzt aufwecken. Ich glaube, jetzt ist auch so langsam vorbei mit Kranksein. Also ich denke, am Morgen, beziehungsweise spätestens Montag, gibt es dann auch wieder mehr zu sehen. Übrigens sehr witzig, wir haben vorhin rausgefunden, dass französische Bulldoggen, weil ich gesagt habe, der pennt die ganze Zeit nur und dann haben wir gegoogelt und haben rausgefunden, dass französische Bulldoggen im Schnitt 18 bis 20 Stunden am Tag schlafen. Der ist nur am Pennen den ganzen Tag, der macht nichts. Nichts im Haushalt, keine Wäsche, kein Einkauf, gar nichts.
richtiger Zigeun. Auf jeden Fall würde ich sagen, danke an alle, die bis hierhin wieder zugeguckt haben. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder, wenn es fresh wird und wir Party machen. Fresh Party. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen. Folgt mir auch auf TikTok, Twitter, Twitch, Insta. Überall halt einfach, keine Ahnung, wie der ganze Bums heißt. Folgt mir da einfach und bis morgen in alter Frische, meine Friends. Bis dann. Ciao.